Tipp für ein antitrauriges Leben, haben wir ja jetzt gehört in der letzten Passage, wie traurig das ist, wenn man jemanden verliert. Deshalb Tipp für Leute mit Angst vor Verlust von einem Haustier. Kauf dir zwei Hunde. Einen nennst du einen, den anderen nennst du zwei. Verlierst du einen, hast du immer noch zwei. Ich weiß, der war nicht sehr empathisch, aber witzig. Kapitel 20, die Wahrsagung. Freitag, der 22. April. Eines Nachts schlief der Junge auf einer kleinen Insel am Tacon, als das Geräusch von Ruderschlägen ihn weckte. Kaum hatte er die Augen aufgemacht und sie auf den See gerichtet, als ein starker Lichtschein aufflammte, der ihn beinahe blendete. Zuerst konnte er nicht begreifen, was da draußen auf dem See so hell leuchtete. Bald aber sah er, dass am Schilfrand ein Kahn lag und an dessen Ende steckte in einer eisernen Gabel eine große brennende Pechfackel. Die roten Flammen der Fackel spiegelten sich deutlich in dem nachtschwarzen See. Der prächtige Schein musste die Fische herbeigelockt haben, denn um die Flamme herum tauchten sie aus der Tiefe eine Menge dunkler Striche auf, die sich beständig bewegten und hin und her huschten. In dem Kahn befanden sich zwei alte Männer. Der eine saß bei den Rudern, der andere stand auf dem hinteren Brett und hielt einen kurzen, mit großen Widerhaken versehenen Spieß in der Hand. Der Mann, der die Ruder führte, schien ein armer Fischer zu sein. Er war klein, ausgemergelt und wettergebräunt, hatte einen dünnen, abgetragenen Rock an. Offenbar war dieser Mann gewohnt, bei jedem Wetter draußen zu sein und machte sich nichts aus der Kälte. Der andere war wohlgenährt und gut gekleidet und sah wie ein gebieterischer, selbstbewusster Bauer aus. »Halt nun still«, sagte der Bauer, als sie dicht bei der Insel waren, wo der Junge lag. In demselben Augenblick stieß er den Spieß ins Wasser und als er ihn wieder rauszog, kam ein langer, prächtiger Aal mit aus der Tiefe heraus. »Ei, sieh da«, rief der Bauer, während er den Aal von der Gabel losmachte. »Das ist einer, der sich sehen lassen kann. Jetzt haben wir, glaube ich, genug und wir können umdrehen.« Aber der andere schaute sich um, ohne die Ruder zu bewegen. »Wie schön ist es heute Abend hier draußen«, sagte er. Und es war in der Tat so. Kein Lüftchen rührte sich, mit Ausnahme des Streifens, den der Kahn gezogen hatte. Lag der ganze Wasserspiegel regungslos da. Wie eine Fläche aus purem Golde leuchtete er in dem Feuerschein. Hoch und klar wölbte sich der mit den Sternen besäte dunkelblaue Nachthimmel darüber. Gegen Westen verdeckten die Schilfinseln das Ufer, doch drüben erhob sich der Omberg groß und dunkel und viel mächtiger als gewöhnlich und er schnitt ein großes, dreieckiges Stück des Himmelsgewölbes weg. Der Bauer wandte den Kopf um, vom Feuerschein nicht geblendet zu werden, und schaute sich um. »Ja, es ist schön hier in Östgötland«, sagte er, »aber das Beste an der Landschaft ist doch nicht ihre Schönheit.« »Was ist denn das Beste?«, fragte der Fährmann. »Dass es von jeher eine angesehene, geachtete Landschaft war.« »Ja, das ist sehr wahr.« »Und ferner, dass man weiß, dass es immer so bleiben wird.« »Wie soll man das wissen?«, fragte der andere, der die Ruder führte. Der Bauer richtete sich auf und stützte sich auf seinen Spieß. »In unserer Familie hat sich eine alte Geschichte immer wieder vom Vater auf den Sohn vererbt. Und in dieser Geschichte erfährt man, wie es mit Ostgötland gehen wird. Dann könntest du sie mir wohl erzählen«, sagte der Ruderer. »Wir erzählen sie sonst nicht dem ersten Besten, der einen alten Kameraden. Also, aber einem alten Kameraden will ich sie nicht vorenthalten.« Auf dem Gute Ulversaar, hier im Ostgötland, fuhr er fort, und jetzt könnte man seinen Ton merken, dass er etwas erzählte, was er selbst von anderen gehört hatte und auswendig wusste, wohnte vor vielen Jahren eine Schlossherrin, die die Gabe hatte, in die Zukunft zu schauen und den Leuten vorauszusagen, was ihnen widerfahren werde. Und zwar sicher und genau, wenn es wirklich schon geschehen wäre. Wie wenn es wirklich schon geschehen wäre.
Deshalb wurde sie weltberühmt und man kann sich wohl denken, wie die Leute von nah und fern herbeizogen, um zu erfahren, was sie Gutes oder Böses zu erwarten hätten. Eines Tages, als die Frau aus Ulvasa in ihrem Saal am Spinnrad saß, wie das in früheren Zeiten Sitte war, trat ein armer Bauer herein und setzte sich ganz unten an der Tür auf die Bank. »Ich möchte wohl wissen, was ihr denkt, liebe Schlossherrin«, sagte der Bauer nach einer Weile. »Ich denke an hohe und heilige Dinge«, antwortete sie. »Es würde sich wohl nicht schicken, wenn ich euch um etwas fragte, das mir sehr am Herzen liegt«, fragte der Bauer. »Du hast wohl nichts anderes auf dem Herzen als die Frage, ob du viel Korn von deinen Äckern ernten wirst. Aber ich bin gewohnt, von dem Kaiser gefragt zu werden, wie es um seine Krone stehe, und von dem Papst, wie es mit seinen Schlüsseln bestellt sei.« »Ja, so etwas ist es wohl nie, so etwas ist wohl nicht leicht zu beantworten«, sagte der Bauer. »Und ich habe auch gehört, dass noch nie jemand von hier weggegangen sei, der mit der Antwort, die er erhalten habe, zufrieden gewesen wäre.« Als der Bauer dies sagte, sah er, dass die Schlossfrau sich auf die Lippe biss und auf der Bank weiter hinaufrückte. »So, das hast du von mir gehört«, sagte sie. »Nun, dann mach einmal den Versuch und frage mich nach dem, was du wissen möchtest. Alsdann wirst du ja sehen, ob ich so antworten kann, dass du zufrieden bist.« Nach dieser Aufforderung zögerte der Bauer nicht länger mit seinem Anliegen. Er sagte, er sei gekommen, sich zu erkundigen, wie es zukünftig mit Ostgötland gehen werde. Denn nichts sei ihm so lieb wie dieses Land, und er wisse, er würde bis zu seiner letzten Stunde glücklich sein, wenn er eine gute Antwort auf diese Frage bekäme. »Wenn du sonst nichts wissen willst«, sagte die weise Frau, »dann werde ich dich wohl befriedigen können. Denn so wahr ich hier sitze, kann ich dir sagen, Ostgötland wird allzeit etwas haben, dessen es sich von den anderen Landschaften wird rühmen können.« »Ja, das ist eine gute Antwort, liebe Schlossfrau«, sagte der Bauer. »Ich wäre ganz befriedigt, wenn ich nur begreifen könnte, wie das zugehen soll.« »Warum sollte es nicht möglich sein«, sagte die Frau von Ulvasa. »Weißt du nicht, dass Ostgötland jetzt schon weltberühmt ist? Oder meinst du, es gäbe in ganz Schweden eine Landschaft, die sich rühmen könne, zwei solche Klöster zu besitzen, wie Alvastra und Vreta, und eine so schöne Domkirche wie die in Linköping?« »Das mag wohl sein«, sagte der Bauer, »aber ich bin ein alter Mann und weiß, dass das Herz des Menschen veränderlich ist, und ich fürchte, es könnte eine Zeit kommen, in der sie uns weder wegen Alvastra noch Vreta noch wegen unserer Domkirche ehren werden.« »Damit kannst du recht haben«, sagte die Frau von Ulvasa, »aber deshalb brauchst du nicht an meiner Wahrsagung zu zweifeln. Ich werde jetzt ein neues Kloster auf Vadstena bauen lassen, und dies wird sicherlich das berühmteste hier im Norden werden. Hoch und niedrig wird dorthin wallfahren, und alle werden diese Landschaft preisen, weil sie einen so heiligen Ort in ihren Grenzen birgt.« Der Bauer erwiderte, er freue sich ganz außerordentlich über diese Nachricht. Aber da er wohl wisse, dass alles vergänglich sei, möchte er eben doch gar zu gern wissen, was dem Lande Ansehen verschaffen könne, wenn das Kloster Vadstena je einmal in üben Ruf käme. »Du bist nicht leicht zufriedenzustellen«, sagte die Frau von Ulvasa, »aber ich sehe gar weit in die Zukunft, und deshalb kann ich dir sagen, ehe das Kloster Vadstena seinen Glanz verliert, wird daneben ein Schloss erbaut werden, so prächtig wie kein anderes seiner Zeit. Könige und Fürsten werden da wohnen, und es wird der ganzen Landschaft zur Ehre geschehen, einen solchen Schmuck zu besitzen.« »Das zu hören freut mich auch sehr«, sagte der Bauer, »aber ich bin ein alter Mann und weiß, wie es mit der Herrlichkeit dieser Welt zu gehen pflegt, und ich möchte wohl wissen, was die Blicke der Leute auf diese Landschaft lenken soll, wenn das Schloss einmal in Verfall gerät.« »Du begehrst nicht wenig zu wissen«, sagte die Frau von Ulvasa, »aber ich kann doch so weit in die Zukunft schauen, dass ich sehe, wie in den Wäldern um Finnsprang herum Leben und Bewegung entsteht. Ich sehe, dass dort Eisenhütten und Schmiedewerkstätten errichtet werden, und ich glaube, dass man die ganze Landschaft darum ehren wird, dass in ihrem Gebiet das Eisen verarbeitet wird.« Der Bauer verbarg nicht, wie sehr er sich über die Nachricht freute, aber fuhr er fort, »wenn es nun so schlecht ginge, dass auch die Finnsbanger Hüttenwerk sein Ansehen verlöre, und dann könnte wohl unmöglich noch etwas Neues aufkommen, dessen sich Ostgötland rühmen könnte.«
Du bist nicht leicht zufriedenzustellen, sagte die Frau von Ulvasa, aber so weit in die Zukunft kann ich doch noch schauen, dass ich sehe, wie hier von Herrenleuten, die in fremden Ländern Krieg geführt haben, Edelsitze erbaut werden, die so groß wie Schlösser sind, und ich glaube, dass diese Herrenhöfe dem Lande ebenso viel Ehre eintragen wie alles andere, von dem ich gesprochen habe.